Vera und schön, dass du da bist. Ich mache heute mit dir einen kurzen Flow, um völlig in deine Energie zu kommen. Aber nicht, dass du völlig verausgabst bist, sondern dass die Energie so langsam aufsteigt und wenn du fertig bist, dann kannst du wunderbar in den Tag starten oder den Nachmittag nochmal angehen, wann auch immer du diesen Flow machst. Mach einfach mit, fühl dich dabei ganz entspannt und ganz ruhig, ne? Also lass die Gedanken kommen und gehen und mach dir nicht so viele Gedanken um alles Mögliche, sondern bleib jetzt ganz dabei. Komm am Anfang deiner Matte und schließ kurz deine Augen. Du stehst aufgerichtet, die Schultern zurück. Dein Gesäß ist leicht angespannt, Bauch ist fest. Kipp dein Becken leicht nach vorn. Nimm mal einen tiefen Atemzug. Und dann atme ein, bring die Arme nach oben und zieh dich hier einmal ganz lang. Lang den Bauch. Ziehen die Arme hoch und ausatmen. Komm tief nach unten in die Vorbeuge hinein. Rechter Fuß geht nach hinten zurück. Knie absetzen. Linker Fuß ist mit Knie in einer Richtung. Auf einer Höhe. Linker Fuß geht auch nach hinten in die Brettposition. Halte dich hier kraftvoll und stark. Knie am Boden absetzen und die Ellbogen eng am Körper. Komm nach unten in den Liegestütz. Einatmen. Komm hoch in die Cobra. Dann drück dich hoch zurück. In den herabschauenden Hund hinein. Rechter Fuß geht nach vorne. Linkes Knie ist am Boden. Und lass dich hier nach unten sinken. Drück die Hüfte tief. Oberkörper hebt. Linker Fuß geht nach vorne in die Vorbeuge, komm tief, einatmen, komm nach oben, streck dich hier, mach dich lang. Und ausatmen, die Arme über die Seite absenken. Ein- und ausatmen, die Hände vor die Brust. Einatmen, mach dich lang nach oben, streck dich. Ausatmen, komm tief nach unten in die Vorbeuge hinein. Linker Fuß geht jetzt weit nach hinten zurück. Das Knie bleibt und schwebt. Geht nicht am Boden. Öffne dich nach rechts auf, öffne die rechte Hand auf, dreh dich und schau nach oben in die rechte Hand. Ausatmen, bring deinen rechten Arm wieder zurück. Einatmen, rechter Fuß zurück in die Brettposition. Lass das Gesäß absinken für den heraufschauenden Hund. Halt deinen Po fest. Du kannst die Knie anheben, aber auch die Knie am Boden lassen. Wieder zurück in den herabschauenden Hund. Oberkörper tief, Finger weit gespreizt. Ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen. Einatmen, rechtes Bein hebt nach oben, streck nach oben zur Decke aus. Lass die Hüfte gerade, bring den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Hinten stellt sich der Fuß nicht auf, der bleibt in der Luft. Einatmen, komm nach oben, richte dich auf, schau nach vorne und ausatmen, geh tief. Einatmen, komm nach oben, streck das vordere Bein. Und ausatmen, geh wieder tief. Einatmen, komm hoch, heb die Arme über die Seite. Und ausatmen, beug dich tief. Halte noch hier. Halte. Und dann langsam stell hinten den Fuß auf. Beug das Bein vorne. Und komm in den zweiten Krieger hinein. Rechter Arm geht nach vorne.
linker Arm geht zurück, Schultern tief. Achte darauf, dass es hier eine Linie ergibt. Und dann lass dich ganz entspannt zurück absinken, ganz locker leicht zurück. Einatmen, komm vor. Ellbogen ablegen auf dein Knie. Linke Hand über deinen Kopf. Ein- und ausatmen. Einatmen, beug dich wieder nach oben, beug dich tief. Halte die Kraft hier. Schau nach vorne über deine Hand. Und dann switchst du jetzt, du wechselst die Seiten, kommst in den Krieger Nummer 2 auf der anderen Seite. Hinten der Fuß, der rechte Fuß ist jetzt eingeknickt und vorne der Fuß zeigt nach vorne. Und dann einatmen, beug dich zurück, streck dich richtig weit nach hinten. Und dann kommst du vorne tief, rechte Hand geht über deinen Kopf, mach dich lang, einatmen, komm wieder zurück und noch einmal, komm vorne tief, rechte Hand geht über deinen Kopf, streck dich, einatmen, komm wieder hoch und dreh wieder um zur anderen Seite und dann beug deine Finger wieder tief nach unten, rechter Fuß zurück. In den herabschauenden Hund, Oberkörper tief. Einatmen, linkes Bein hebt nach oben, zieh die Zehenspitzen zu dir. Linker Fuß nach vorne zwischen die Hände. Jetzt bleibt der rechte Hacken oben. Ich drehe mich mal, kannst du mich auch besser sehen. Der rechte Hacken bleibt oben. Einatmen, bring die Arme nach oben über die Seite und beug dich tief. Einatmen, komm hoch, streck das vordere Bein und ausatmen, wieder tief. Einatmen, komm hoch und ausatmen, wieder tief. Noch einmal, einatmen, komm hoch, streck dich und ausatmen, komm wieder tief, halte dich hier. Schultern zurück, kraftvoll. Tief ein- und ausatmen, spür die Kraft. Einatmen, die Arme nach oben, stell deinen hinteren Fuß auf. Und komm in den zweiten Krieger. Linker Arm geht vor, rechter Arm geht zurück. Beug dich tief vorne. Einatmen, lass dich zurück absinken. Mach dich hier richtig schön lang, streck jetzt das vordere Bein. Und ausatmen, komm tief vorne. Linker Ellbogen legt langsam ab und sanft. Schau in deine obere Hand. Schau nach oben, mach dich lang. Zieh dich richtig schön in die Länge jetzt hier hinein. Einatmen, komm hoch und switch rüber zur anderen Seite. Die Füße wechseln. Der rechte Fuß zeigt jetzt nach vorne und der linke Fuß knickt ein. Komm hier nochmal tief, halte dich hier kraftvoll, beug dich zurück, streck dich in die Länge. Jetzt die rechte Seite und dann einatmen, komm wieder vor, beug dich hier leicht nur auf deinen Oberschenkel ab und dann komm hier rüber. Atme ein und aus, einatmen, komm wieder hoch, switch die Füße so, dass sie jetzt beide nach vorne zeigen. Beug dich tief hier in die Grätsche hinein, atme hier ein und aus. Einatmen, rechte Seite öffnet auf, dreh dich auf und schau nach oben. Und ausatmen, beug dich wieder tief. Einatmen, links geht hoch, dreh dich auf. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, rechts geht hoch, dreh dich auf. Und ausatmen, komm wieder tief. Ein, links. Und ausatmen, komm wieder tief. Einatmen, komm nach oben. Krieger Nummer 2. Linker Fuß. Zeigt jetzt nach vorne und dann beide Arme gehen wieder nach unten Richtung linken Fuß, linker Fuß zurück,
in die Brettposition. Und dann Knie am Boden ablegen, Ellbogen eng am Körper, komm nach unten in die Bauchlage. Einatmen in die kleine Kobra. Halte dich hier kraftvoll. Noch 3, 2, 1, drück dich hoch, zurück in den herabschauenden Hund. Komm hier so ein bisschen in Bewegung. Vielleicht brauchst du jetzt gerade irgendwas ganz besonders. Atme ein, heb das rechte Bein dann nach oben Richtung Decke und öffne das rechte Bein jetzt zur Seite auf. Du schaust jetzt an deiner rechten Hand noch, rechten Achsel nach oben zur Decke und öffnest deine Hüfte auf, lässt deinen Fuß zu deiner Pobacke nach unten absinken. Streck die Arme trotzdem noch kraftvoll durch, also häng jetzt nicht mit deinen Schultern hier durch. Halte dich kraftvoll. Knie möchte Richtung Decke. Und dann langsam dreh dich wieder zurück. Und hey, lass dein Bein wieder nach unten absinken. Auf der anderen Seite einatmen, heb das linke Bein, zieh die Zehenspitzen zu dir. Hacken gehen nach oben, dreh dich auf. Und dann schau unter deiner linken Achsel hoch oder vor. Und dann lass den Fuß nach hinten absinken Richtung Po. Knie möchte Richtung Decke. Halte dich noch kraftvoll. 3, 2, 1. Langsam wieder drehen. Fuß wieder zurück nach unten. Lauf die Füße nach vorne in Vorwärtsbeuge. Greif hier mal deine Ellbogen, lass dich von links nach rechts hin und her, ganz entspannt. Und dann einatmen, bring die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, wieder absenken. Noch eine Runde, ein- und ausatmen, die Hände vor die Brust, einatmen, mach dich lang. Nach oben ausatmen, komm tief nach unten in die Vorbeuge. Rechter Fuß zurück, linker Fuß zurück in die Brettposition. Aus der Brettposition öffnest du dich jetzt nach rechts auf. Dreh dich hier auf. Dreh dich auf. Und halte Kraft. Schau nach oben oder nach vorn, Finger weit spreizen. Spür die Kraft, die jetzt entsteht, die Energie, die in deinem Körper entsteht, wenn du das alles anspannst, voller Kraft. Dann langsam wechsel zur anderen Seite, dreh dich zur Seite, links öffnet, drück die Taille weit nach oben, halt die Kraft, gleich geschafft, noch 3, 2, 1 und komm wieder zur Mitte zurück in den heraufschauenden Hund, lass den Po fest angespannt. Öffne die Körpervorderseite, Schultern zurück und dann in den herabschauenden Hund. Oberkörper tief. Du kannst hier die Beine nochmal in Bewegung bringen. Und dann langsam lass die Knie nach unten absinken. Setz dein Po auf deine Fersen. Bring die Arme neben deinen Körper. Die Schultern sinken Richtung Boden. Die Handflächen zeigen nach oben. Und dann atme ein und aus. Und dann ganz in Ruhe, wenn du soweit bist, kommst du wieder nach oben, richtest dich auf und nutzt jetzt die Kraft, um ganz energiegeladen deinen Tag weiterzuführen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und kommst auch beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder ein Video hochlade. Und abonniere mich doch gerne, dann bekommst du gleich schon Bescheid, wenn ein Video kommt. Okay, dann alles Liebe und bis bald. Tschüss!